Hallihallo und willkommen zurück zu einer schönen Episode, denn wir kehren gleich ins Geschichtsmuseum ein. Und da würde ich jetzt erstmal die Dame hier ansprechen, eine Ghoulin. Weide. Ein Mensch mit Todeswunsch. Willkommen auf der Promenade, Tourist. Wo zum Teufel kommen Sie denn her? Es ist verrückt, hier draußen rumzustehen. Keine Angst vor den Supermutanten? Die Knöchelfetzer? Nee, die tun uns Ghoulen nichts. Denken vielleicht, wir gehören zu ihrer Sippe, keine Ahnung. Aber die anderen Hornochsen. Andere Hornochsen? Sie wissen schon, Menschen wie Sie. Nun, vielleicht nicht wie Sie, keine Ahnung, aber Menschen sind doch alle gleich. Die Typen der stählernen Bruderschaft mit ihrem Testosteron und der Powerrüstung. Diese Psychosöldner der Talon Company. Diese anderen Trottel eben. Und ich bin übrigens kein Tourist. Ach was? Sie sind nur auf der Promenade der feinen Hauptstadt unserer Nation, besichtigen die Sehenswürdigkeiten und besuchen die Monumente. Ich habe schon einige besichtigt, ja. Sie zu. Sie sind ein Tourist. Okay. Eine Frage, wo kommen Sie eigentlich gerade her? Erfreut mich ebenfalls, Sie kennenzulernen. Ich bewache Underworld. Die Stadt der Ghule. Im Museum. Für einen Touristen ziemlich unwissend, was? Ich heiße übrigens Willow. Sagt sie eine Stadt voller Ghule? Sie haben schon richtig gehört. Underworld befindet sich im Geschichtsmuseum hinter dem großen Schädel. Die meisten Ansässigen haben mit Menschen nichts am Hut. Aber für Kronkorken verkaufen sie Sachen und verarzten einen. Ghoulhasser sind sie ja nicht. Nee, Ghoulhasser nicht unbedingt, aber nicht der größte Sympathisant. Bis zum nächsten Mal, Tourist. Du willst mich nur als Tourist bezeichnen, muss ich leider den Kopf wegschießen. Muss ich hier rein? Ja. Aber was... Oh, Gott, hab ich gerade erschrocken. Kurze Frage, was war da nicht unten eigentlich? Völlig egal, ich habe jetzt einen Eingang entdeckt, gehe ich erstmal hier rein. Bei der Stadt von Ghoul interessiert natürlich die Lisa schon. Was haben die ausgestoßen, was haben die Gestraften denn aus ihrem Schicksal gemacht? Haben sie gelernt? Ist überhaupt irgendwas drin? Vielleicht ein Erste-Hilfe-Kasten. Erste-Hilfe-Kästen sind immer ganz gerne Haarnadeln, aber ich sehe keinen. Nun gut. Ist hier vielleicht einer drin? Nein, auch das nicht. Okay. Ah, hinter dem großen Schädel wurde gesagt, also da drin. Okay, ich verstehe. Guck ich mal jetzt ganz kurz nochmal hier rein, ob ich hier noch irgendwas... Nein, hier ist definitiv nichts Interessantes drin. Okay, hinter den großen Schädel könnte ich gleich rein. Komme ich hier untere Säle des Geschichtsmuseums. Ich gucke erstmal den Rest an, bevor ich jetzt mal in die Stadt selber gehe. Oh, hier ist aber jemand weniger zivilisiert. Na, kommen Sie mal ran. Ich habe gerade ohne Bewegung gesehen. Ach, ein Leuchtner sogar. Ja, mach das bitte mal. Oh, du hörst gar nicht. Zu meinen Leuten? Noch jemand? Warte mal, erst mal kurz nachladen. Ja, kriegen wir hin. Okay. Aber was ist, wenigstens noch einer, würde ich mal sagen. Was haben wir denn hier? Eine Stange Zigaretten und eine Gabel. Das ist vielleicht nicht das beste Instrument, um die Stange Zigaretten zu konsumieren, aber okay. Red Away haben wir hier. Das passt super zu dem Ghoul. Mit unseren Waffen und unserer Ausbildung sind wir dir überlegen. Ja, das sind wir in der Tat. Und zwar bei weitem. Kronkorken, zwei Stück. Warum haben wir hier gerade... Okay. So, noch ein paar Kronkorken. Die hatten sogar Leuchten hier. Ein wilder Ghoul. Wo ist der Leuchtende hin? Da ist der Leuchtende. Jet, natürlich. Und diese Geschützturmsteuerung will ich ganz gerne mal für alle Zeiten ausschalten. Natürlich nicht wegen der Erfahrung, nein, wegen der Gefahr. Poisoning, 1 von 9. Converted, wäre einer gleich. Und tatsächlich haben wir Converted gleich als richtiges. Ja, hab direkt ein Level erhöht, wunderbar. Geschützturm deaktiviert. Ausstellungsstück sichern.
Tür des Ausstellungsstücks öffnen. Gerne. Bitte zurücktreten und Geschützturm deaktivieren. Und direkt ein Level ab. Okay, wunderbar. 21 Kleinigkeitenpunkte kann ich gleich mal investieren. Wo können wir noch was reinstecken? Reparieren würde ich gerne auf... Obwohl... Reparieren ist bei 92 schon ganz gut. Wissenschaft werde ich auch noch durch irgendwelche Bücher noch weiter erhöhen. 93 gerade. Sprache. Gehe ich mal auf 85. Haben wir noch 18 Punkte übrig. Genau, wir wollten Energiewaffen mal drastisch erhöhen. Weil mein Gauss-Gewehr ist unter anderem eine Energiewaffe natürlich. Feilschen könnte ich um 3 erhöhen. Aber ich erhöhe, glaube ich, Medizin um 3. Dann bin ich nicht genau auf 75%. Und gucken mal die Perks an, was wir denn gerade so haben. Apotheker. Nein. Massiertes Feuer. Mit dem extra massiertes Feuer erhalten Sie einen automatischen Bonus von 5%, um ein Körperteil zu treffen, wenn Sie mehrmals hintereinander auf diesen Körperteil zielen. Das wäre für Köpfe nicht schlecht. Infiltrierter. Mit dem extra Infiltrierter können Sie, falls ein Schloss kaputt ist und sonst nichts mehr geknackt werden kann, ein weiteres Mal versuchen, es zu knacken. Ja, okay. Spezial, nein. Medikamentenresistent, nein. Leichter Schritt, wäre eine Idee. Cyborg, auf keinen Fall. Auftragskiller, nein. Apotheker, nein. Adamantium-Skelett, nur 50% des üblichen Schadens. Das wäre für mich Mogeln, ganz ehrlich, das möchte ich aber nicht haben. Kannibale, nein. Tierfreund ist ganz nett, aber es passt nicht ganz zu Lisa. Nerdwut, Nachtmensch hier und jetzt. Dieb. Mit dem weiteren Rang des Extras Dieb erhalten Sie 5 Punkte auf Schleichen Dietrich. Okay. Elektra. Sie haben genau wie Ihr lieber alter Vater Ihre Zeit intellektuellen Dingen gewidmet. Sie erhalten weitere 5 Punkte für die Fähigkeiten Wissenschaft und Medizin. Ja. Heller Kopf. Direkt 10% Erfahrung mehr dazu. Naja, intensives Training. Nein. Den League-Spieler, nein, Waffenfreak habe ich schon irgendwie, Eisenfaust. Ach, dieses, ich möchte eigentlich nicht unbedingt das, was irgendwelche Fertigkeiten jetzt erhöht. Ich kriege genug Fertigkeitenpunkte, als dass ich das noch irgendwie noch weiter pushen möchte gerade. Insektenforschung, Kind im Herzen möchte ich eigentlich nicht, Bleimagen. Blutiger Tod, 5% mehr Waffenschaden, interessant, Härte. Mit extra Härte halten sie weitere 10% auf ihre gesamte Schadensresistenz. Revolvermann. Größe zählt. Strahlungsresistenz. Mehr Strahlungsresistenz, logischerweise. Weitere 25%. Unbefangene Vermittlungen. Aha. Nein. Hier und jetzt. Nein. Nachtmensch. Nach Sonnenuntergang steigen Intelligenz und Wahrnehmung bei Nachtmenschen um 2 auf maximal 10 Punkte. Dieses extra beeinflusst direkt die innere Uhr und ist sowohl drin als auch draußen aktiv. Das könnte ich mir direkt mal überlegen, weil plus 2 Intelligenz ist schon ziemlich geil. Nerdwood, nein, obwohl, nee, das passt nicht zu dieser Nerdwood, die ganze Geschichte. Tierfreund, Kannibale, Adamantium-Skelett, das ist alles so, das passt alles nur so halb. Leichter Schritt wäre eine Idee. Keine feindlichen Minen oder Bodenfallen mehr auslösen, aber eigentlich mag ich es ganz gerne, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Wisst ihr was, ich nehme Infiltrierer tatsächlich einfach. Habe ich davon nichts... so hundertprozentig reizt und irgendwie möchte Johannes auf irgendwas deuten. Ich habe gerade irgendwas geöffnet. Ich frage mich halt nur, was? Ich soll zurücktreten? Wahrscheinlich hier von dieser Tür. Okay, was könnte man denn hier im Geschichtsmuseum denn finden? Das ist etwas, was mich doch mal interessieren würde. Oh, Lincolns Tagebuch. Nett. Kann man das gerade mal lesen? Überfallpläne habe ich schon gelesen, oder? Ja, eigentlich schon, oder? Vertrauliche Person mit höchster Sicherheitsbefugnis. Von höchster Offizier betreff überall auf Rebellen. Überfall auf Rebellen. Habe ich eigentlich schon mal gelesen. Das war unser Wort damals. Kontaktbericht Enklave. Die Worte vor kurzem habe ich auch gelesen, eigentlich schon im PC. Archiv Sicherheitsterminal. Ja, okay. Elster Owns Lines persönlicher Eintrag 1 und 2 und 3 und so weiter. Okay. Ansonsten haben wir hier gerade nichts. Sollte man da irgendwie sonstiges? Ich habe die Bill of Rights gerade dabei. Legals Tagebuch habe ich dabei. Das kann man wahrscheinlich alles in diesem Museum abliefern. Im Museum auf dem... in Rivet City. Was finde ich noch so, was man hier so mitnehmen kann? Beschriftet ist nichts. Ein goldener Pömpel. Sehr schön. Hier ist ebenfalls nichts. Hier ist noch so ein Beinchen. Okay, da ist irgend so ein... Ach ja, das ist kein goldener Pömpel, das ist so Ausstellungsständer. Und ich habe gerade Feinde auf dem Radar wahrgenommen. Wo auch immer sie sind. Was? Kontakt bestätigt, Verstärkung angefordert.
Da unten offenbar. Noch einer für die Bruderschaft. Hallo? War es nicht zwei? Scheinbar schon, aber sind wahrscheinlich beide tot. Egal, Aktenschrank. Ein paar Kronkorken und großes verbranntes Buch. Haben wir noch ein richtiges Buch hier, was nicht verbrannt ist. Eine leere Metallkiste, ein Safe habe ich gerade gesehen. Ein groß verbranntes Buch, großes versenktes Buch. Mal versenkt können wir da vielleicht nehmen, oder? Noch ein versenktes Buch. Eine weitere Metallkiste, Kronkorken. Und hier ein... Haben wir hier ein paar... Nein, haben wir leider keine Nadeln drin. Schade. Ein Safe, der durchschnittlich verschlossen ist. Sollten wir relativ schnell hinkriegen. Haarklammern haben wir 8 Stück. Ich muss aber nur nach rechts drücken, hab das Ganze. Laserpistole, Vorkriegsgeld und Kronkorken. Okay. Danke dafür. Ansonsten ist hier unten nichts, aber ich habe hier irgendwie... Da hinten habe ich noch einen Feind auf dem Radar. Eines ist sicher. Ihr Vater wäre stolz auf ihre Taten. Ja, das ist ganz toll. Ich glaube, es donnerte gerade draußen. Es ist recht laut. Ist hier jemand? Ist noch jemand da? Nur blöde Leute würden jetzt hier rauskommen. Und da ist der Blöde. Und ich habe ein Nuka-Cola entdeckt. Und zwar eine Quantum. Whisky, Jet, Medex, noch mehr Jet. Mach das mal, ja. Wo ist er denn? Da. Oh, ich bin über... Kann das sein, dass ich überladen bin? Moment. Klick, klick. Genau. Bin ich überladen? 262 tatsächlich. Habe ich gerade irgendwas verloren? Ich habe 265 nur an Leben. Deswegen trinke ich mal kurz 4 Nuka-Cola. Wunderbar. Nehmen wir auch die anderen Nuka-Cola gerade, die wir gerade hier haben. Sind wir direkt wieder überlastet. Und zwar jetzt noch mehr als vorher. Das ist ja richtig gut. Na, dann trinke ich aber noch mehr Nuka-Cola. Und bin wieder gut dabei. So. Warte mal, ein wilder Ghoul, den hätte ich gerne durchsucht. Klar, die Bärenfalle würde ich gerne... Ne, ich will sie gar nicht erneut schaffen. Ach, der ist ja selbst da reingetappt. Lustig. Sehr lustig. So, die Spinde sind leer. Und hier muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich jetzt gerade nicht verlaufe und irgendwie was vergesse. Aber ich glaube, es scheint hier gerade nichts Großartiges zu geben. Leere Brauseflaschen, alles kaputt, alles... Naja, nee, brauchen wir alles nicht. Okay, ist hier irgendwas Wichtiges drin? Das ist die Küche, könnte ich mir welche Zündflammen mitnehmen, aber wer will das schon? Der Spind ist auch leer. Und hier war ich... War ich hier nicht gerade erst? Nee, ist mein Nachbarraum scheinbar. Ja, dann scheint es hier unten ja nicht so irre viel zu geben, ehrlich gesagt. Bärenfalle brauche ich nicht aktivieren, vielen Dank. Das ist noch... Wie viele Küchen haben wir ja eigentlich? Ein Erste-Hilfe-Kasten mit Stimpaks, 2 Stück und ein Blutpaket. Das schmutzige Wasser kannst du gerne behalten. Eine weitere Registrierkasse, die ebenfalls leer ist. Okay, ist echt nichts los, aber ich habe tatsächlich... Toilette, haben wir noch irgendwie Erste-Hilfe-Kasten hier drin? Nein, ich habe tatsächlich noch oben eine Tür entdeckt, die... ich noch nicht geöffnet habe. Das würde ich ganz gerne mal tun. Sie war ganz im hinteren Teil des Gebäudes hier angebracht, also hier hinten links. Exit steht drauf. Aber wohin führt uns dieser Exit? Büro des Geschichtsmuseums. Mit erneut Feinden. Geh schon mal hier rein. Warte mal, ihr müsst wahrscheinlich von hier oben runterkommen. Hallo. Na komm mal. Gerne auch einzeln. Komm mal, also erschreckt mich immer gleich so. Da ist doch schon mal einer. Sag mal. Ich lade schon mal nach. Der andere kommt wahrscheinlich gleich angerannt. Was wirklich leise war, ist ja auch nicht. Meine Geduld ist langsam am Ende. Gut, ich gucke nach links, ich gucke nach rechts. Ich habe hier einen, ich greife an. Das Ödland wird vergessen, dass es dich je gab. Oh. Was für ein Spruch. Weiter Nuka-Cola sehe ich hier gerade. Vielleicht soll ich ja langsam mal meine Waffe wechseln, weil ich habe das Gefühl, die ist mittlerweile schon ziemlich durch. Ja, ist nicht die richtige. Ich würde gerne die nehmen. So, was finden wir eigentlich hier bei euren wunderschönen Ghoulen? Kronkorken. Kronkorken.
Kronkorken. Hallo? Gule? Na komm mal bitte. Meine Geduld ist langsam am Ende. Oh. Hohoho. Köpfchen kraulen? Leuchten da ist nämlich ein bisschen unangenehm. Und mein Gewehr ist Gott sei Dank auch ganz gut ausgerüstet. Was hast du denn dabei? Auch Kronkorken? Na gut, es werden wahrscheinlich noch mehr, genug schlimme Gegner hier ankommen. Ich befürchte fast, dass das versenkte Buch uns nicht so wirklich hilft. Achso, wollte gerade sagen. Gleich kommt. Seien Sie damit vorsichtig! Gleich kommt ein Ghoul hier irgendwo rausgerannt. Nein, es ist meine eigene Kameradin. So, warte mal, was haben wir denn hier gerade, was ich eigentlich gar nicht mehr brauche? Ich habe gerade eine Stange Zigaretten mitgenommen, die mich gerade wieder belastet hat. Weswegen ich mal gerade irgendwelchen Kram weglegen kann. Wie zum Beispiel die beiden großen versenkten Bücher. Ich glaube, die brauche ich nicht wirklich. Habe ich irgendwas anderes Unnötiges dabei? Außer 38 Fingern. Eine Lackierpistole, wie ich halt 5 Pfund, kommt auch mal direkt weg. Das ist, glaube ich, das, was ich am häufigsten mit weggeworfen habe. Sensormodule, Vorkriegsbuch. Die brauche ich aber nur. Ich brauche immer nur Vorkriegsbuch. Okay, da ist nichts. Dann ich war bei 355. Da kann ich tatsächlich noch eine Nuka-Cola nehmen, die ich gerade eh nicht mehr habe. Dann eben nicht. Kann ich irgendwas zusammentun? Oh, ich habe 2 10mm Pistolen. Na wunderbar, dann nutze ich das doch gleich mal. Habe ich noch irgendwas anderes? Doppelt und dreifach. Eine Jagdflinte, die kann eigentlich weg. Liegt nur unnötig Gewicht. Ich hab, wie viel Polizeiknüppel habe ich eigentlich? Komm, hau mal einen schön draus. Schmugglers Ende. Sturmgewehr habe ich 2 Stück. Das kann man auch zusammentun. Wunderschön. Und da habe ich gleich mal 26 Pfund, die ich gleich mal verbraten kann. Okay, diese Zelltür ist sehr leicht verschlossen. For employees only. Warte mal, einen Aktenschrank haben wir dabei, da hat irgendwas drin ist. Kronkorken und Kaffeetasse. Okay, das machen wir auch schnell mal auf. Das dürfte nicht so schwer sein. Ist es auch nicht. Mal kurz mal speichern. Ich weiß, ich habe jetzt einige Räume gerade ignoriert. Warte mal. Ist ein Gegner oder eine Selbstschussanlage? Eine Selbstschussanlage. Na gut, dann. Gegner am Boden. Ja, ist er. Moment. Ich nehme kurz mal ein Stimpack. Nehme mal die richtige Waffe und schau mal, ob ich hier gerade neben mir ein normales Buch habe. Habe ich nicht. Hier sind mal wieder verdammt viele Bücher. Okay, einer müsste voll sein, oder? Nee, ist er nicht. Habe ich gerade geirrt. Okay, man könnte sich wahrscheinlich wieder stundenlang hier aufhalten und Bücher angucken, ob die irgendwie versenkt sind oder nicht. Oder ob die irgendwie irgendwelche Vorkriegsbücher, ob die nützlich sind oder nicht. Sind sie allesamt wahrscheinlich nicht oder überwiegend nicht. Diese Pressen sehen, oder diese Computer sehen so geil aus. Allerdings kann man mit ihnen leider überhaupt nichts anfangen. Schade. Oh, John Wilkes Booth Fahndungsplakat. Hier gibt es ganz viele Goodies zu sammeln. Und ich habe absolut keine Ahnung von der amerikanischen Geschichte. Es tut mir wirklich völlig furchtbar leid. Ich weiß, in diesem Spiel gibt es zahlreiche Erwähnungen und Möglichkeiten, Non-Fiction. Hier irgendwie, also ganz viele Anspielungen auf die amerikanische Geschichte. Aber ich kann damit leider nicht besonders viel anfangen. Es tut mir leid. Erneut sehr leicht verschlossen. Ich gehe gleich hoch, aber ich gucke erstmal hier, ob ich irgendwas Gutes finde. Oh ja, eine Flasche Whisky. Und ein Schreibtisch, der offen ist, mit einem Pfeil. Mensch, super. Ich wollte die verdammten Pfeile endlich mal nutzen. Oh, hier habe ich Munition drin. Das ist sehr schön. Und noch eine Munition. Auch das nehme ich gerne mit. Eine Kiste, die leer ist. Die habe ich gerade getötet. Okay, Toilette. Ist hier irgendwas Wichtiges drin? Nein. Andere Toilette, auch hier ist nichts Wichtiges drin. Und auch hier ist irgendwie alles ziemlich im Argen. Okay, gehen wir mal nach oben. Wenn es doch schon verschlossen war, gehe ich mal davon aus, dass da irgendwas Wichtiges drin sein könnte. Auch wenn es so sehr leicht verschlossen war natürlich. Vielleicht war das Fahndungsplakat total wichtig, ich weiß es nicht. Warte mal, man kann nur hier hoch. Und wir haben mindestens einen weiteren Gegner. Positioniere mich mal hier. Oh. Aua. Was war das denn gerade? Oh, Moment. Erstmal auf meinen Kopf hier.
Und den Rest muss ich wahrscheinlich so erledigen. Verdammt! Und da hinten ist noch jemand, ein plündernder wilder Ghoul. Moment, vielleicht kann ich so helfen. Moment, V. Kann man mal irgendwie euch helfen? Okay, vielleicht soll ich nochmal wieder die. Das Sturmgewehr nutzen. Ist Sternpalin gegen Crosses gestorben? Bitte was? Moment. Direkt mal laden. Was denn jetzt? Achso, ach, hier habe ich gespeichert. Alter, wie geht's dir eigentlich? Moment. Bist du mich schon angeschlagen? Nee, bist du nicht. Wie kannst du denn? Du hast eine Powerrüstung an. Und Johannes juckt das alles überhaupt nicht, oder was? Ja, ja, komm. Das kriegen wir schon hin. So. Gegner am Boden ist gut. Okay. Den Ghoul, da nehmen wir deine Munition mit. Das ist wunderbar. Und die komische, das ist das Fahndungsplakat, was ich hier hinten gefunden habe, nehme ich auch mit. Dann knacke ich kurz das Schloss. Und nehme die Munition mit, die hier irgendwo war, nebst dem Whisky. Hier war die Munition. Danke und Dankeschön. Okay, gehen wir zurück. Treppe hoch und hier werden wir jetzt mal ganz vorsichtig sein. Ich habe nur gerade gehört, noch au mein Arm und dann war sie auch schon tot, die gute Dame. Vielleicht soll ich da doch mal den Kampf hinternehmen. Die ist hier. Ah ja. Wir haben Gesellschaft. Moment. V. Hallo, der Kopf ist ja gerade in leuchtender Nähe. Oh ja, sehr gut. Aber das war nur einer, nicht wahr? Ach, das nächste. Granate. Alter, was geht mit dir? Moment, V, V, V. Was hältst du denn aus, sag mal? Alter. Was soll das denn? Ist es dein Ernst? Ich will nicht dich. Ich will den Ghoul-Typen hier, der offenbar unnormal stark ist. Ich brauch bei dem hier Hilfe. Das ist korrekt. Lass Doc mir in Ruhe. V. Ich höre dich die ganze Zeit, wie Doc mit hier gerade echt attackiert wird. Offenbar ist der verdammte Ghoul übelst stark. Alles klar. Entwarnung. Alter, Doc, wie geht's dir? Du hast einen halben Punkt verloren, was dich zu einem unmenschlichen Gegner macht, also der andere. Zurück. Was war das denn gerade für ein Ghoul? 7 Kronkorken. Am Arsch, ey, 7 Kronkorken. Du bist ein laufender Panzer gewesen. Ich meine, ich habe dir mal eben, weiß nicht, wie viele Schrotladungen aus nächster Nähe in den Kopf gehauen. Also das war offenbar gar kein Problem. Was für eine üble Mutation. Also ich weiß ja mittlerweile, dass die hier mitleveln mit mir. Aber bin ich schon so hoch am Level? Wahrscheinlich. 19 bin ich jetzt gerade, glaube ich, geworden. Schreibtisch, bla bla bla. Also an sich ist ja eigentlich gar nichts groß zu finden, wenn ich das mal sagen darf. Was ist das hier? Ein Schreibtisch. Und chinesische Armee-Trainingshandbuch, okay. Ist doch ein bisschen was zu finden. Lese ich mir dann durch, aber ich schaue kurz noch ein bisschen weiter. Großes versenktes Buch, irgendwelche leeren Aktenschränke. Den Leuchten hatte ich gerade untersucht. Ein weiterer Schreibtisch mit Kronkorken und etwas Munition. Das ist doch ganz nett. Hier ist nichts. Und das war einfach nur der Gang. Okay. Aber gab es irgendeine Bewandtnis, weswegen wir eigentlich hier oben hin sollten? Oder warum man überhaupt hier oben hingehen sollte? Oder ist es eher so der Vollständigkeit halber? Aktenschrank, eine Nuka-Cola, etwas Geld. Okay, eine Hockeymaske, die mir egal ist. Das wäre übrigens ganz geil, wenn die Ghoul teilweise mit Hockeymasken auftreten würden. Das würde das Ganze noch ein bisschen gruseliger machen. Neben ihrer Fähigkeit, dass sie einfach mal so aus dem Nichts auftauchen. Okay, ja. Oh, hier geht's unangenehm abwärts, aber hier ist auch nichts weiter zu finden. Warte mal, ist hier noch irgendwie noch ein Gegner gesehen oder so? Hm.
Nee, ansonsten ist hier scheinbar nichts. Gut, dann gehen wir doch einmal runter zur Stadt der Ghule. Wo kann man jetzt hier runter? Ja, ich würde sagen hier. Und schauen uns mal an, das heißt glaube ich Underworld oder sowas. Und schauen uns mal an, was sie da fabrizieren. Was ist hier hinten eigentlich? Geschützturmsteuerung. Naja, vielleicht knacke ich die kurz nochmal. Was haben wir denn hier? Shutting. 2 von 8, korrekt. Also nichts mit Ing. Shotguns. SH ist schon mal richtig, aber das T wäre der dritte. Okay, Protects. Das T wäre gleich. Nur das T wäre gleich. Shoulder. SH wäre gleich. Ja. Shoulder wäre möglich. Und 40 Erfahrungspunkte direkt mal bekommen. Wunderbar. Bekommen wir noch irgendwas außer den Geschützturm? Archive. Archivtüren öffnen. Gerne. Systeminformationen. Nichts Besonderes. Geschützturm deaktivieren. Ja. Ich nehme mal nicht an, dass das Archiv ist. Denn es ist ein Safe, der normal verschlossen ist. Okay. Nein. Ah. Oh ja. Wir finden Vorkriegsgeld, ein Baseball und Kronkorken. Allesamt nicht besonders viel wert, wenn ich das mal sagen darf. Und wenn nicht, habe ich es trotzdem gesagt. Eine 10mm Pistole, immerhin das. Was ist das denn hier? Eine Action-Ape-Figur. Das ist natürlich ziemlich geil. Warte, was ist denn sonstiges? Action-Ape-Figur? Nee, ist es Hilfe? Erstmal das Trainingshandbuch kurz lesen. Action-Ape-Figur? Ja, tatsächlich. Wie geil ist das denn bitte? Da wird sich der Museumsbesitzer aber richtig freuen über das Ding. 20 Kronkorken. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie so ein paar Goodies, wenn man das irgendwie... Oh, eine schwer verschlossene Tür. Speichere ich direkt mal. Vielleicht gibt es irgendwelche coolen Goodies, wie gesagt, wenn wir ihm so viel Kram geben. Ist diese Tür, die ist schwer verschlossen, ist das eine... Archiv sichern, Archivtür öffnen. Bitte zurücktreten. Nö. Jetzt ist es sehr schwer. Das war doch eben nur schwer, oder was? Archivtüren öffnen. Es ist sehr schwer, okay. Wir sind mal wieder vor einem sehr schweren Schloss. Das knacke ich aber erst in der nächsten Folge. Bis gleich.